Servus Leute, morgens 9:30 in Deutschland nach der Lockdown-Verlängerung. Ne? Es war heute früh schon hell, also zumindest in meinem Kühlschrank. Ne? Aber dann habe ich festgestellt, dass kein Bier mehr da ist. Da habe ich gedacht, verdammte Scheiße. Ne? Und dann bin ich sofort barfuß und in Unterhosen. So wie ich war, bin ich im Keller, ne? Und dann habe ich ein neues Fass geholt. Ne? Und dann waren's da gestanden, meine Ski. Ach, herrlich. Wie war das schön vor einem Jahr, hä? In Ischgl. Ach, das fällt jetzt alles aus, ne? Wegen dieser Pandemie. Ne? Und dann bin ich so ins Träumen gekommen. Ah, Skifahren, wow, 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 Skifahren. Weil Skifahren ist das Leibendste, was man sich nur vorstellen kann. Ja, ja. Und dann habe ich mir gedacht, scheiß auf den Lockdown, Alter, ich muss raus. Ich muss raus, scheißegal, bevor die Kanten von meinen Ski und ich total einrosten. Ich muss raus in die Natur, habe ich mir gedacht. Ne? Und dann bin ich so, wie ich war. Ne? Bin ich mit meinen Ski raus in den Schnee. Zu mir in den Hinterhof. Ne? Naja, allein nur die Bretter unter den Füßen zu spüren, das war ja schon ein Traum. Ne? Und wann der Schnee staubt. Und wann die Sonne scheint, dann hab ich alles, Glück in mir vereint. Ein Traum war das, ein Traum. Und dann hab ich nur ein bisschen Abrischi mit mir selber gefeiert, ne? Optimal. Das war original in Österreich, ne? Ich war ja froh, ich hab ja sogar noch ein paar Schilling dabei gehabt, ne? Und hab mir nur Schnäpsler kaufen, Leute. Geht raus in diese herrliche Winterlandschaft. Natürlich. Seid kreativ, lasst euch was einfallen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ne? Und wenn ihr bloß euren Namen in den Schnee pisst, ne? Der Winter kann auch im Lockdown wunderschön sein. Ne? Ich zum Beispiel, ich baue mir morgen ein Iglu im Hinterhof. Ja, aus den Packungen von meinen Tiefkühlfischstäbchen, da habe ich nämlich noch mehrere tausend in der Tiefkühltruhe, ne, von meinen Hamsterkäufen noch vom ersten Lockdown. Ja, irgendwas muss ich ja damit machen, das nützt ja nichts, ne, bevor das Verfallsdatum abläuft. Naja, also Leute, geht raus, ey, lasst euch gut gehen, da draußen, frische Luft. Ne? Macht's gut, Servus, Leute, Bimbest, Captain Eagle.